Dum, dum, dum. Ja, hallo Leute und willkommen zu Let's Play Risen. Ja. Wartet mal ein bisschen. Wie schon angekündigt bei meinem Infovideo, neues Hauptprojekt Risen. Dann wollte ich noch PS1 Simulatoren Games, sowas wie Crash, wollte ich noch spielen. Ich weiß nicht, ob das wirklich klappen wird, weil der PS-Simulator spackt, aber ich würde mich drum kümmern. Und ja, und Minecraft wird auch noch kommen. Und ich würde sagen, gleich mal starten. Loslegen. Jetzt sehen wir einen tollen Typen. Bei so einem Turm. In einem Tagebuch kannst du alle Leder und Händler einsehen, die du bereits in der Welt getroffen hast. Jetzt kommt gleich das Intro. Das wird bei mir sehr laut sein, deswegen mache ich da bei mir leiser. So. Du fragst dich sicher, wo wir sind. Viel Spaß beim Intro. Aber die richtige Frage lautet, was ist geschehen? Ich werde dir die Geschichte erzählen. Die Götter haben die Welt verlassen. Und ihre Sklaven, Wesen von uralter Macht, erheben sich wieder. In ihrem Zorn treiben sie die Menschheit in den Untergang. Die Überlebenden versuchen einen der wenigen sicheren Häfen zu erreichen, aber niemand kann seinem Schicksal entfliehen. Und somit beginnt das Spiel. Das frage ich mich auch gerade. So. Einstellungen. Vielleicht noch ein bisschen was an Ton machen. Musik ist okay, Sprache soll auch. Effekte vielleicht. Hintergrund auch etwas weniger. Dann machen wir im Gesamt noch was weniger. Und es müsste okay sein. So. Hier liegen Leute herum. Das arme Schwein hat's nicht geschafft. Oh, armes Schwein. Münze. Ich merke gerade. Wo könnte man das machen? Nicht Ton, nicht Eingabe. Spieloptionen. Schwierigkeitsgrad, Untertitel, Fokus. Ne, ich will so ein bisschen. Ah, da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, die Maus so nicht ganz so arg. Naja, okay. So. Genau, von mir, das ist jetzt kein Blind Let's Play. Ich habe schon mal gespielt, aber nicht durchgespielt. Deswegen werde ich es auch nicht unter Blind stellen. So, genau. Ein Ast. Boah, ich muss mir mit der Steuerung erstmal wieder klarkommen. Ach nee. Halt. Ah, willst du mich verarschen? Nein! So, jetzt auf 1 haben wir die Waffe. Ja! Ja! So, dann schauen wir uns hier mal um.
Ich hasse mein Headset. Ja, Muscheln sollten wir alle einsammeln. Da sind immer schöne Sachen drin, soweit ich noch weiß. Oder verwechsel ich es gerade mit Gothic 2? Egal, wir sammeln trotzdem alles ein. Am Anfang brauchen wir Kohle, wir brauchen Sachen zum Verkaufen. Und ja. So, automatisches Speichern. Ach ja, da ist ein Scavenger. So. Scavenger, ja. Kein Scavenger, ein Seegeier. Ich bin noch irgendwie so ein bisschen bei Gothic. Ach, da ist ja noch einer. So, adios. Da müsste jetzt, glaube ich, auch irgendwo eine Höhle sein. Wenn ich das noch gut weiß. Ich finde einfach die Effekte bei dem Spiel geil. Und die Umgebung, die war einfach immer geil. So. Habe ich schon was zum Heilen? Da ist alles. Den Ring können wir einfach aus Spaß anziehen. Okay. Hier lang nicht. Da oben waren jetzt, glaube ich, soweit ich noch weiß, Goblins. Heilwurzel. So, da ist die Höhle. Da werden Goblins kommen und ich glaube, ich kriege dann da auch so ein Entermesser oder sowas. So. Gleich mal down mit dir. So, na komm. Und verdammt. Boah. Hey, du stabst den Falschen. Hallo, der killt mich. Und down mit dir endlich. Und du noch. Jetzt komm. Jetzt komm. Ich will nicht unbedingt sterben. Okay. Eine Sichel. Gebratenes Fleisch haben die sogar. Hab ich gerade ein Messer bekommen. Seemannskiste. So, heilen sollten wir uns auch gleich mal. Knüppel. Schauen uns mal das Inventar an. Wie versprochen, Jagdmesser. Sichel macht 10 Schaden. Ja. Fressen wir ein bisschen was. So, hier kommen noch Karotten. Das ist ja gesund. Wir essen uns mal lieber voll oder so gut ich kann. Ja, ich weiß nicht mehr, was da oben kommt. Das Vieh kann man nicht einfach so essen, das auch nicht. Na komm, wir werden das schon überleben. Ich glaube, da kommt nur noch einer. Doch zwei. So. Und hab's. Ach, der lebt noch. Perfekt. Ja. Wieder einsammeln alles. Mal gucken, was sie so in der Truhe versteckt haben. Ja, gebratener Fisch. So. Pilze. Genau. Ihr entscheidet, wenn ich überhaupt mal einen Kommentar bekomme. Hey.
Ihr entscheidet, was ich mache. Man kann sich entweder den Banditen anschließen. Ja, den Banditen anschließen. Oder. Bin so wässrig im Mund heute. Oder den Inquisitoren. Ja, und ihr sagt mir, wen ich anschließen soll. Den Banditen oder. Hä, wo zum Teufel bin ich? Ich speicher mal. Helpy. Weil ich jetzt nicht weiß, komme ich da wieder hoch? Hoch komme ich? Yeah, ich schwebe. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier hingelang. Nachher bin ich irgendwie am Arsch. Ein Skelett, Dietrich, ein Schwert. Alles klar. Ah ne, okay. Geh mal wieder zurück. Hab's. Na komm. Prima machst du es. Ich weiß nicht, warum das bei mir zeigt, dass es nur 17 Bilder die Sekunde ist. Normal viel zu wenig, aber ach. Aber das wird dann doch flüssig. Ich glaube, das ist nur so ein kleiner Bug. Weil das sind doch jetzt keine 15 Bilder die Sekunde, oder? Oder anscheinend doch. Keine Ahnung. Aber läuft ja eigentlich ziemlich flüssig. Dann ist ja okay. So, jetzt muss ich gleich die Tussi da wecken. Das ist nämlich eine der Überlebenden. Hey, ich glaube, ich muss was trinken. So. Kurz ein Schlückchen. So. Und weiter geht's. Ich glaube, ich habe einfach nur Heißhunger. Mana-Pflanze. So. Rum. Können wir auch immer, war da gerade was? Ein Heiltrank. So. Sarah. Sie atmet noch. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Ich denke schon. Ja. Was ist denn bloß passiert? Ich weiß es nicht. Das war ich habe dicke Titten. Sturm auf See. Oh. Unser Schiff kenterte und offensichtlich sind wir hier in den Strand gespült worden. Wir können froh sein, dass wir noch leben. Die armen Schweine dort drüben haben nicht so viel Glück gehabt. Arme Schweine. Habe ich mich auch schon gefragt. Wir sind hier bestimmt nicht sicher. Nee. Aber du hast dich ja schon bewaffnet. Gut. Wenn du bereit bist, sollten wir direkt aufbrechen. Ja. Je eher wir Wasser und Nahrung finden, umso besser. Genau. Lass uns loslegen. Oder loslegen, wollte ich jetzt sagen. Hier müsste es doch irgendwo einen Weg geben, der ins Landesinnere führt. Am besten siehst du dich mal nach einem solchen Weg um und folgst ihm. Ja, hier ist nicht gleich. Wir sind ja nicht mitten auf dem Weg gerade nach da oben. Zieh besser deine Waffe. So. Wo hat sich was bewegt? So, da ist wieder so ein Seegeier. Für mich sind es einfach Scavenger. Pass auf! Ah, du Fatze. Aua. Hallo. Du schaffst es. Ja, halt die Fresse! Mach doch selber was, du Fettsack. Okay. Wir benutzen jetzt einfach mal einen Heiltrank. Das leckt schon so ein kleines bisschen, kann das sein? Halt, da habe ich noch gar nicht geguckt. Da ist noch ein Herr. Er hat Hunkener. Der hat auch ein Entermesser oder Jagdmesser. So, dann gehen wir mal den Weg entlang. Eine Muschel. Da ist noch eine Muschel.